erstmal ist ja die Geschichte der Einwanderer in Deutschland ja davon geprägt, dass es ein Provisorium gab. Und dasselbe dachte mein Vater auch, so wir kommen hier hin, bleiben eine Zeit und gehen wieder. Diesem Rückkehrergedanken in den Sommerferien wurde dem besonders gefrönt, weil jeder Urlaub war so eine Rückkehrübung. Wir hatten so einen alten Ford Taunus und der wurde halt vollgepackt, dass wir hinten zu dritt nur so im Schneidersitz sitzen konnten. Und so sind wir dann 3 Tage, 3000 Kilometer in die Türkei gefahren. Andere Leute nannten das Urlaub, ich nannte das Gefangen im Taunus. Weihnachten in Köln, also in meiner Kindheit, die Pest, die Hölle. Der 24. Dezember, der einsamste Tag in meinem Leben. Warum? Du rufst deinen Kumpel Danny an, sagst, hey Danny, was geht, wollen wir spielen? Der so, du Fatih, ich kann gar nicht, wir essen jetzt. Marc, was los, wollen wir? Du Fatih, wir haben jetzt gleich Bescherung, ich kann jetzt nicht. Und du kriegst von allen so ein Storno und denkst, wir können jetzt nicht. Wenn ich zum Beispiel als deutscher Kabarettist Themen behandle, die in Deutschland, in der Politik, in der Gesellschaft passieren, mache ich die Erfahrung, dass dann Zuschauer da sitzen und sagen, was ist denn mit Erdogan? Ja, was ist denn hier bei euch? Wo jetzt bei uns? Du meinst Köln? Ja gut, da ist auch Klüngel. Nein, nein, hier in Anatolien. Also wo du merkst, egal was du sagst, du wirst eigentlich, du bist der Außendienstsprecher der türkischen Republik. Und wenn ich hier deutsche Verhältnisse politisch-gesellschaftlicher Couleur thematisiere, ist immer die Frage, darf der das? Natürlich darf der. Er muss sogar.